Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Last Day on Earth. Ich möchte an dieser Stelle gleich nochmal auf die letzten Kommentare von der Dienstagsausgabe hinweisen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich weiß, meine Tonqualität ist nicht die beste und ich weiß, ja, ab und zu werden die Aufnahmen eben auf der Toilette gemacht. Das ist keine Frage. Ein neues Mikrofon extern ist bestellt und ich hoffe dadurch, euch eine bessere Klangqualität meiner Stimme bieten zu können. Ansonsten, ich bin natürlich nicht der Professionellste und mir geht es jetzt hier auch nicht, die Millionen Euros zu verdienen, sondern meine Erfahrungen, meine Erlebnisse hier mit Games, mit vor allen Dingen auch Last Day on Earth, mit euch zu teilen. Und irgendwo freue ich mich natürlich, wenn ihr weiterhin zuguckt und trotzdem konstruktive Kritik übt. Von daher vielen Dank erstmal, dass ihr nach wie vor, also dass meine, ich sag jetzt mal Gemeinschaft hier oder die AMD-Gemeinschaft stetig wächst. Und sage an dieser Stelle, an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr euch wundern solltet, warum auch die Stahlhaube in letzter Zeit nicht so viel von sich hören lassen hat, der hängt nämlich auch an Last Day on Earth fest und zockt das gerade wie ein Besenkter, sage ich mal, in Anführungszeichen. Von daher, sobald wir hier irgendwann auch dieses Clan gedönst haben, hoffe ich mit euch allen gemeinsam da auch zu zocken und vielleicht gemeinsam auch ein bisschen was reißen zu können. Ansonsten, in der heutigen Ausgabe hier sehen wir, meine Base ist nach 8 Minuten unter Attacke. Das war so nicht vorgesehen, weil ich bin eigentlich noch von der letzten Plündermission ein bisschen, wie soll ich sagen, mitgenommen und werde deswegen hier in den Kalksteinkamm noch ein bisschen Stein suchen, beziehungsweise vielleicht den einen oder anderen Zombie so lange umbringen, bis wir zurück in die Base können. Wir sind nach wie vor Beta 153. Gab bisher noch kein Update. Die Aufzeichnung erfolgt auf einen oder an einem, ja, jetzt heute ist Mittwoch. Sehen werdet ihr die Episode natürlich erst wahrscheinlich jetzt am Samstag. Oh, hier werden wir schon attackiert. Wir müssen hier schnell die Fuchtel schwingen. Und wir brauchen unbedingt irgendwas Essbares. Meistens gibt es ja hier doch irgendwelche Dosen noch. Genau so, das können wir hier mitnehmen. Ein bisschen Scrap Metal können wir mitnehmen. Und wir können auch mitnehmen das Schloss. So, nach wie vor ist eine Dusche notwendig. Die Dusche wäre toll. Wir könnten, ach, wir haben sogar eine Spitzhacke, aber wir haben kein. Ich hätte nämlich gerne das hier mitgenommen. Dann müssen wir hier das Bierchen trinken wir mal aus. Ich mache mir gleich in die Hose. Na, komm mal her hier. Stinken wir und dann pieseln wir mal hier erstmal den Steinhaufen voll. Hinter uns liegt ein toter Zombie. Das ist natürlich den Anblick, den jeder sehen will. Ja, so, von daher können wir aber wieder hier loslegen und Erz abbauen. Da kommt auch schon der nächste Hund hier. Der spinnt wohl, aber das rohe Fleisch können wir erstmal verzehren. Genau, wir haben also wie gesagt nicht so viel Zeit, aber es geht darum, die 8 Minuten hier irgendwie zu überbrücken, damit wir in eine Base können. Die Base wird wahrscheinlich ein bisschen ramponiert sein, das ändert aber nichts. Ja, ich weiß, du siehst uns auch, na klar, und komm her, und du auch, komm her, los. Und hier du auch, ja damit, zack, wer will noch nicht. Wer hat noch nicht so. So, langsam. Oh, jetzt ist das Werkzeug auch noch beschädigt. Langsam wäre aber irgendwas Gutes, Essbares wirklich notwendig. Wir können uns hier also nirgendwo anschleichen. Haben wir noch einen Platz frei? Haben wir nicht. Dann schmeißen wir irgendwas weg. Hier, Klebeband haben wir 100 Millionen Mal. Oh, und schon wieder. Also, diese heimlichen Attacken. Wir müssen hier Brombeeren oder was sammeln, um
uns irgendwie am Leben zu halten. So, Stein. Ja, ich weiß, ihr wollt alle was vom Kuchen haben. Kommt er jetzt? Zack. So, jetzt wird es aber dringend notwendig. Um hier einfach noch weiter zu überlegen. So, Holz können wir natürlich auch mitnehmen. Ich wende mal jetzt hier euren Tipp an, hier nicht permanent Button Smashing zu machen, aber es fällt mir immer noch relativ schwer, kein Button Smashing zu machen, muss man sagen. Aber ich übe. So, von daher seht es mir nach, sollte es mir nicht immer gelingen, den Autofunktionen oder hier einfach mal drauf zu halten. Das ist einfach. Der normalen Tatsache geschuldet, dass man das oder dass ich das so gewohnt bin. Ne? Das ist nun mal so. So. Aber hier müsste es doch eigentlich noch. Noch eine Kiste oder irgendwas geben. Ah, hier. Und hier ist auch noch so ein Freak. Können wir hier. So. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Machete können wir jetzt neuerdings auch herstellen. Vielleicht. Oh, hier ist noch was Essbares. Und hier den Draht können wir mitnehmen oder was auch immer das sein soll. Hier ist sogar noch eine Kiste. Und hier sind auch noch. Zack. Und hier haben wir auch noch Erz, die wir abbauen können. Damit das Stinken sie richtig lohnt hier, ne? Ja, ich glaube, manchmal werden die, wie gesagt, auch wahllos reingespawnt. Ja, so, gucken wir mal, was uns hier noch drin erwartet. Zwei so eine Dinge. Oh. Schräubchen nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Trinken können wir mal einen Schluck. Und essen müssen wir auch nochmal. Dann sind wir erstmal geheilt hier. So, Steinchen, damit wir da auch ein bisschen was vorrätig haben. Ja, wir befinden uns Level 53. Es geht jetzt langsamer voran. Zumindest ist so mein Gefühl. Oh, jetzt kommt was Dickes hier. Oh. Den wollte ich eigentlich nicht haben. 8 Minuten. 8 Minuten sind fast rum. Wir schauen uns mal um, was uns noch hier. Hier kommt noch was angewandt. Ob unsere Base frei ist. Keine Frage. Mann, entschuldigt bitte. 1 Minute noch ins erste Viertel. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier noch freischalten können. So, und zwar gibt es ja eine andere, wie gesagt, die Machete. Die würde ich gerne mal bauen. Zumal ich die wirklich als sehr wirkungsvolle Waffe finde. Leder müssten wir genug haben, diese Steine müssten wir eigentlich auch genug haben und 3 Bretter auch. Pistole wäre natürlich sehr toll, da fehlen mir aber eben diese Stahlbahnen, die kann man ja aktuell noch nicht bauen. Was ich euch aber noch bauen wollte, ist eigentlich dieser Medizintisch. Wir brauchen also 30 hiervon. Den Rest müssten wir vorrätig haben. Aber das probieren wir aus. Wie gesagt, 47 Sekunden. Dann haben wir es geschafft. Wir gucken mal, was es hier Neues gibt. Großes Sommerpaket. Kaufe das hier für 5,49 €. Ausrüstungsset, Sondereinheiten, Untotenjagdpaket. Hier, großes Sommerpaket. Was gibt's da? Waffen. Heilungsdinge, naja. Baumeister, alles, was sie brauchen. Ne, eben nicht alles, was ich brauche. Das ist ja eben nicht mit dabei. Ne? Transport. Oh, Ersatzteile. Aha, so kommt man also auch an die Shopper. Was haben wir hier? Was ist das denn? Mustermehlblätter? Achso.
So, Ausrüstung, Waffen gibt es hier für Tana, Booster, Inbox, 100 Mal Essen und Trinken. So, oh, jetzt sagt mir nicht, dass... Ach, ich hätte wahrscheinlich die 8 Minuten Zeit gehabt, da reinzugehen. Ach, ich bin aber auch ein Trottel. Ja, tut mir leid, wir müssen jetzt natürlich eine halbe Stunde warten. Von daher werde ich dieses Video morgen vervollständigen oder vielleicht noch später vervollständigen. Mal gucken. Und den nächsten Part, der schließt sich direkt an. Also für euch macht das keinen Unterschied. Das ist jetzt laut gedacht. Ja, wir sehen uns dann wieder und dann gibt es eben ein etwas größeres Video und dann zeige ich euch, was wir hier noch so alles bauen können. Ich bewege mich trotzdem schon mal Richtung Heimat und sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich, es geht direkt hier weiter. Bleibt dran. So, herzlich willkommen zurück. Hier sind wir wieder und zwar geht es jetzt hier weiter. Wir mussten ja aufhören, da wir da die Base unter Attacke war und diesmal steht der Angriff zwar kurz bevor, aber wir haben noch Zeit, um hier gemeinsam zu schauen, was uns so erwartet. So, ich war, wie man hier sieht, nochmal ein bisschen Farmen, wenn man das so nennen darf, und habe natürlich jede Menge Holz mitgebracht. Aus dem einfachen Grunde, dass ziemlich viele Sachen mit Holz erfolgen. Beispielsweise sind wir immer noch dabei, meine Base auszubauen. Ja, das dauert eben alles so seine Zeit. Und dazu sind wir tatsächlich schon relativ weit gekommen, also die erste Hälfte haben wir fast rum. Wir befinden uns jetzt bei der Eingangstür hier, die abgegradet werden muss. Und schon reichen natürlich die Dinger nicht mehr aus, das ist aber nicht schlimm. Ja. Wir können gleichzeitig nochmal einen Schneidertisch hier mit 20 derartigen Dingern voll machen. Und hier haben wir nochmal 4, die können wir da reinlegen. Beziehungsweise könnte es sein, na, wir haben schon echt viele, was nehmen wir denn da mit? Na, hier kommt das kann mit. Wir haben schon echt viele Stoffe hergestellt, das heißt die nächste Rüstung ist da wirklich nicht weit entfernt. So, hier noch das Holz hin, das kann hier hin. Es reicht natürlich nicht aus, um den weiteren Verlauf hier in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Das macht aber nichts. Wir können trotzdem hier mal so eine Klamotten anziehen. Die sind ja jetzt nicht die neuesten. Die Dinger können wir hier auch aufessen. So, was machen wir mit den Steinen? Die kommen hier oben mit dazu. Ja, Machete, ach hier, guck mal, so ein kaputtes Ding kann alles an, umso mehr Platz haben wir nachher. Das ist doch, glaube ich, eher wichtiger als alles andere. So, wir müssen noch diese kleinen Kreise hier, diese Ringe loswerden, wo... Also, lieber Entwickler, hier kann man durchaus mal eine Beschriftung zulassen in der Truhe, die dann auch außen sichtbar zu sehen ist. So, was haben wir hier? Wir sind Level 53, ja... Das geht hier vorwärts. Wir haben nochmal 4 Leder, die wir hier mitnehmen können. Und irgendwo machen wir jetzt einfach hier. Wir haben noch eine Waffe dabei. Vielleicht sollten wir noch... Achso, was wollten wir denn eigentlich machen? Das können wir noch mitnehmen. Was wollten wir denn eigentlich machen? Ich wollte euch ja eigentlich nämlich dieses... den Medizintisch jetzt hier bauen. Das heißt, wir brauchen... Oh, Holz haben wir gar nicht genug. Das ist natürlich wieder toll. Will euch hier was bauen und dann geht das nicht mehr. Dann müssen wir vielleicht warten, bis wir zurück sind. Flaschen, der Rest müsste eigentlich alles kein Problem sein. Nur
Kiefernblätter haben wir aktuell nicht genug, glaube ich. Oder vielleicht haben wir schon genug. Nein, ein paar Minuten dauert es. Gehen wir erstmal weiter und versuchen ein bisschen in den gelben Bereichen zu farmen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Schönes, Brauchbares, was wir durchaus verwenden können. So, und dazu bietet sich natürlich an, ich persönlich bevorzuge eigene Holz haben wir jetzt, aber Holz gibt es hier auch. Ich persönlich würde sagen, wir gehen hier hin. Aus dem einfachen Grunde, weil ich da auch nochmal ein bisschen Eisenerz abbauen kann. Und dann schauen wir mal, was uns da natürlich wieder erwartet. Wahrscheinlich irgendwelche blöden Spuckzombies und blablabla. Da müssen wir jetzt so durch, ein bisschen vorbereitet sind wir ja, ein paar Waffen haben wir auch dabei. Wir schauen mal. Ja, das nehme ich diesmal nicht mit. Guck mal, hier ist gleich die erste Kiste und ist sogar unbewacht von jeglichen Zombie. Das ist doch, so muss das sein. Mir würden die wundern, wenn jetzt hier gleich wieder einer angerannt kommt, aber ja, guck mal. Drei davon, eins davon. Es ist nicht gerade viel, was da drin ist. So, da ist das Werkzeug, hat auch schon den Dings aufgeheben. Hier ist noch ein schneller Beißer, den könnten wir relativ gut erledigen von hinten. Ach, und ich habe hier nicht mal... Sorry. Und dann können wir uns nämlich hier auch die nächste... Oh, ich habe ganz vergessen, Heilung mitzunehmen. Ach Gott. Da müssen wir doch tätig werden und wahrscheinlich Beeren oder sowas abernten, weil mit vier Karotten kommt man nicht weit. Aber nichtsdestotrotz, was wir ja eigentlich wollen, ist ja wirklich so ein bisschen was zu farmen. Und gerade diese Dinger hier sind echt gut, weil ich damit wirklich viel herstellen kann. Was heißt herstellen? Also man kann natürlich mit vielen Sachen was herstellen, keine Frage. Stein brauchen wir aber genauso gut. Wir brauchen eigentlich noch Holz. So, ja, es ist jede Menge hier, was hier zu finden ist. Erstaunlicherweise. Normalerweise kommen hier gleich die Spuckmeister an, spucken ihn hier voll. Passiert hier aktuell gar nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall ein paar Beeren mit. Und wir kümmern uns auch nochmal hier. Das ist aber die Axt, wird, die Picker wird nicht mehr lange mitmachen. Von daher schauen wir mal, wie lange die jetzt hier noch durchhält. Zumindest schaffen wir vielleicht noch dieses Ding hier abzuholzen. Ja. So, was haben wir noch? Gibt es hier noch? Es liegt natürlich, wenn man ein Holz herumliegen braucht, liegt nichts herum. Das ist immer so. Da ist es kaputt. Bringt uns also nicht weiter. Ich bin auch gespannt, wo man mal eine Angel ansetzen soll. Ah, hier kommt das schon. Und da kommt noch der nächste. Level up. Da haben wir den Level up, ja. Yeah. Es liegt aber wirklich wahnsinnig wenig Holz herum. Das ist... zwei Hits und dann einfach mal den Weg wechseln, weil sie kommen einfach wieder. Sie kommen. Oh, wer bist du denn?
Ja, das Lustige ist, man war noch gar nicht richtig fertig hier und schon nerven die da wieder rum. Also das ist echt. So, Karotten hier drin. So. Okay, dann haben wir hier eigentlich wieder eine Spitzhacke und können hier sogar weitermachen. Das ist auch toll. Und eigentlich müsste es auch noch eine Kiste irgendwo geben. Aber wie gesagt, es gibt nicht mal hier, was man sagen kann, wir haben hier wahnsinnig viel und tolles Zeug in der Kiste gefunden. Das ist echt erdrückend wenig. Hier sind wir schon fast einmal hier um die komplette Area rum. Das ist natürlich. So, und hier wartet sogar noch so ein Bleibobler, den wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ja, dann kommt natürlich der Wuff. Nee, Blöder. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ja, hier liegt immer Holz rum und hier können wir auch Holz abernten. Ah, da haben wir noch eine Kiste, oder? Die haben wir schon mal gehabt. Ne, ja doch, die ist schon offen. Ja, hier waren wir also schon dran. Werkzeug ist beschlagnahmt da hinten. Und wahrscheinlich beim Blablabla, wa? Nee, schneller weiß an, den kriegen wir doch hier eigentlich platt. Komm ja hier. Ja, aber tatsächlich. Ja, es gab zumindest ein kleines Teil Es gab ein kleines Teil für den ATV. So, sorry, bin ich gleich auf den Namen gekommen. Ja, für den ATV haben wir dort, ein Reifen von 100.000 Stück. Das ist natürlich jetzt nicht grandios viel, aber es ist ein Anfang. Das muss man auch dazu sagen. Und besser als nichts. So. Ich würde allerdings interessieren, ob da hinten auch noch eine Kiste ist, die wir jetzt hier vielleicht übersehen haben. Nee, offenbar nicht. Ja, dann verziehen wir uns hier erstmal und gehen zurück zur Base und hoffen, dass wir bis dahin schon mal den Medizinschrank fertig bauen können. Das wäre nämlich toll. Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich bei allen neuen Zuschauern bekommen, natürlich auch bei den alten bedanken und freue mich, dass ihr so rigoros hier euren Spaß dran findet. Dass es natürlich auch mit mir Spaß macht, das freut mich ja umso mehr. Ja, danke dafür auf jeden Fall und ich freue mich über alle neuen Abonnenten. Wie gesagt, denkt dran, auch wenn die Videos sind natürlich, wie soll ich sagen, ich mache die Videos, aber die Erscheinung erfolgt ja dreimal wöchentlich in der Regel. Das heißt also, ich produziere vielleicht am Dienstag ein Video, was dann aber erst am Samstag gezeigt wird. Von daher hinkt es natürlich ein bisschen hinterher. Also nicht geschockt sein, wenn es dort mal zu irgendwelchen Verzögerung kommt, damit ihr denkt, ja, naja, Mensch, der kommt ja nicht vorwärts und ist immer noch Beta, was weiß ich für eine. Es liegt einfach daran, dass ich da vorproduziere. So, wir wollten jetzt hier Holz erstmal wegpacken.
Steinchen wegpacken. Und diese Dinger wegpacken. Beziehungsweise Holz nehmen wir mal einmal mit. Packen das hier in den sonderbaren Ofen rein. Zack. So, ATV-Rad kommt zum ATV-Dinken. Mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Genau, die kommt dahin. So, und wir brauchen jetzt Folgendes. Für diesen Medizinschrank 24 Hammer. 15 von den Dingern, 5 leere Flaschen und Nägel. 15 davon, 5 leere Flaschen und Nägel. Muss man erstmal finden, die leeren Flaschen. In der Regel sind die immer. In der Regel nutze ich die ja immer. Wo haben wir denn jetzt die ganzen Nägel hin? Das ist doch schon wieder alles hier. So, 2 leere Flaschen. Wir brauchen, glaube ich, auch Klebeband. Wie viel weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir 3 leere Flaschen. Ach, hier haben wir auch die Nägel. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen aber jetzt irgendwie erstmal, zack, einen Platz dafür. Und wir können ihn fertigen. Yay, zack, da ist er fertig, der Medizinschrank oder Medizintisch. Und den bauen wir jetzt, wo stellen wir den denn vor Schreck hin? Ach, der kann hier nehmen erstmal, zack. So, gucken wir uns mal das Ding an hier. Was gibt es hier für Rezepte? Ah, und dann kriegen wir Alkohol raus, das ist doch gut. Hier haben wir doch irgendwo jede Menge von den Dingern drin. Dann können wir die ruhig mal zum Einsatz bringen. Genau, hier haben wir schon mal 19 Stück. Die können wir gleich nehmen. Und flacken die da rein. So, sehr gut. Dann wird ja auch schon das erste Ding produziert. So, hier machen wir mal Folgendes. Zack, damit die ja auch produzieren. Dann gehen wir hier hin. Das heißt, 8 Teile davon, 5 hier hin, Scrap Metal, Scrap Metal haben wir hier, das passt hier noch mit hin, die Schräubchen sind hier voll. Die können wir hier zupacken. Ja, das erstmal bis hierhin. Wie gesagt, es gibt weitere Episoden. Vielen Dank erstmal nochmal, wie gesagt, an alle, die jetzt hier neu hinzugekommen sind. Es werden weitere Videos folgen. Ich freue mich, dass es euch Spaß macht. Ich freue mich, dass ihr hier dabei seid. Und als großes Highlight wird demnächst definitiv auch nochmal der Bunker Alpha dran sein. Von daher, ja, vielen Dank für all die Abos in letzter Zeit. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Nicht verdutzt sein, wenn ich vieles schon weiß, aber ich freue mich, dass ihr da wirklich gut kommentiert mitmacht. Es ist toll. Ich bedanke mich bei allen. Ich freue mich und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kiki. Macht's gut.